Mit der großen Meisterfeier ehrt die Handwerkskammer Koblenz jährlich die Absolventinnen und Absolventen der Meistervorbereitungskurse und überreicht im feierlichen Rahmen die Meisterbriefe. 621 waren es auf der jüngsten Feier in der Rhein-Mosel-Halle, in die 1800 Gäste gekommen waren, darunter die Jungmeisterinnen und Jungmeister des Meisterjahrgangs 2014 zusammen mit ihren Familienangehörigen und Freunden, aber auch Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft aus dem In- und Ausland. Durch die zweistündige Feier führten die Reutlinger Moderatoren Gernot und Wolfram Bohnenberger, die musikalisch begleitet wurden durch das Yellowtone Orchestra, die Big Band des Musikgymnasiums Montabaur, unter Leitung von Andreas Steffens. HWK-Präsident Kurt Krautscheid würdigte in seiner einführenden Rede insbesondere die Leistungen der 621 Jungmeisterinnen und Jungmeister als 621 persönliche Erfolgsgeschichten, die über den Tag hinaus und ab sofort mit dem Meisterbrief fortgeschrieben werden. In der heutigen Veranstaltung können wir sehen, dass es für die junge Generation ein wichtiger Meilenstein im Leben ist. Sonst wären wirklich nicht alle 621 da gewesen heute am Tag. Und wenn man sieht, wie auch Familienanschluss, Bekannte, Freunde, Bekannte mitziehen. Und wenn man auch in den Filmen gesehen hat, wie die jungen Leute den Finden haben für diese Meisterprüf, kann man schon erkennen, dass wirklich ein Meilenstein im Leben ist und ein neuer Lebensabschnitt beginnt von da. Ich bin überzeugt der Meinung, dass der Meisterbrief auch weiterhin für junge Handwerker ein erstrebenswertes Ziel sein wird. Als Festrednerin konnte die Handwerkskammer Koblenz Professor Dr. Edda Müller gewinnen, Vorstandsvorsitzende von Transparency International Deutschland e.V. Edda Müller gratulierte den Hauptakteuren dieses Tages, wies aber auch darauf hin, dass sie den hohen Ethos des Handwerks auch dann in den Mittelpunkt unternehmerischen Handelns stellen, wenn es wirtschaftlich mal nicht so gut liefe. An die Jungmeisterinnen und Jungmeister gewandt, lautete ihre Botschaft: Dass sie stolz sind auf ihr Handwerk, dass sie stolz sind, auch etwas zu leisten, dass sich das von ihrer eigenen Leistung abhängt und nicht davon, dass man irgendwo weltweit nur sieht, wo man möglichst billig etwas herstellen kann. Der internationale Markt ist leider von Verantwortungslosigkeit und Intransparenz geprägt. Große Unternehmen können sich in der Anonymität verstecken und für die Probleme, die sie anrichten, sind sie nicht mehr verantwortlich. Ich glaube, das Gegenmodell ist das Handwerk, das immer noch nicht anonym ist. Der Handwerker lebt davon. Nachdenkliche und tiefgründige Worte, die sicherlich über den Tag der Meisterfeier hinaus nachwirken. Bevor es zur Verleihung der 621 Meisterbriefe kam, verzauberten die beiden Moderatoren Gernot und Wolfram Bohnenberger das Publikum mit ihren künstlerischen Einlagen. Ein Kurzfilm gab Einblick in die aktuelle Lebensphase und weitere Pläne mit dem Meisterbrief von Handwerkerinnen und Handwerkern, die an diesem Tag im Saal saßen. Wir sagen nur, Film ab! Thomas Peter Grau aus Birstein in Hessen setzt nicht nur eine jahrhundertewährende Familientradition fort, die bis ins Jahr 1750 zurückreicht. Als bester aller 621 Meisterinnen und Meister des Jahrgangs 2014 hat er auch ein Spitzenergebnis eingefahren.
Dem Meistervorbereitungskurs ging eine kaufmännische Ausbildung voraus und der Dachdecker nennt gute Gründe für den Meisterbrief, mit dem sich konkrete Pläne und Motive verbinden. Zum einen natürlich die Übernahme vom Geschäft. Andererseits, für mich heißt der Meister auch immer noch Qualität. Es gibt immer irgendwas, was man mit der Neueste zulernt, was in anderen Sachen nicht aufgegriffen worden ist. Und im Großen, wenn man das komplett sieht, ist es auf jeden Fall ein Zugewinn. Die Ausbildung war schon sehr gut an der Schule. Ja. Auch weil die Meisterausbildung breit aufgestellt ist und alle modernen Anforderungen an das Dachdeckerhandwerk vermittelt werden. Für Meister wie Thomas-Peter Grau sind das ideale Voraussetzungen, um Arbeiten auf einem Flachdach eines Neubaus oder auch Reparaturarbeiten an der Spitze eines Kirchturms handwerklich hochwertig auszuführen. Die Arbeit in luftiger Höhe unterm Himmel, bei Wind und Wetter, ist das für den Jungmeister der Traumberuf? Ja, auf jeden Fall. Draußen an der Luft ist immer eine schöne Sache. Bei so einem Wetter wie heute, okay, heute doch noch ein bisschen bewölkt, aber bei Sonnenschein, das macht schon Spaß dann, ja. Das ist auf jeden Fall ein Traumberuf, ja. Neben fachlichen oder kaufmännischen Herausforderungen, die sich im Alltag ergeben, verbindet sich mit dem Dachdeckerhandwerk natürlich auch die Frage, ob man schwindelfrei sein muss, wenn es hinaufgeht in luftige Höhen und der Blick nach unten nicht nur traumhafte Aussicht bedeutet. Sicherlich, auf dem Dach selbst geht das auch noch ohne, aber ab und zu muss man auch mal über Stellen laufen, wo man schon schwindelfrei sein sollte. Aufwärts soll es für Thomas-Peter Grau auch als Unternehmer gehen. Mit dem Meisterbrief und einem super Prüfungsergebnis hat er sicherlich die besten Voraussetzungen für eine handwerkliche und persönliche Erfolgsstory. Eva Bottke aus Oberwalmenach im Rhein-Lahn-Kreis ist Konditormeisterin mit ausgeprägtem Geschäftssinn, Kreativität und handwerklichem Geschick. Dabei war der Weg in dieses Handwerk alles andere als geradlinig und es war noch nicht mal mein Kindheitstraum. Ich habe zwar immer viel gebacken und gekocht und hätte selbst die Idee gar nicht zum Konditor gehabt. Meine Mama hat es so ein bisschen in die Wege geleitet und hat gesagt, komm, mach doch mal ein Praktikum. Und ich wollte eigentlich gar nicht so richtig. Und dann in den 2 Wochen, wo ich das Praktikum wirklich gemacht habe, war das so, ja, doch. Das ist so dieses Kreative, was ich auch immer wollte. Und da habe ich mich dann so dafür entschieden. Eine Berufsentscheidung, die nun mit dem Meisterbrief gekrönt wird. Ich habe Meister gemacht, weil ich schon immer mich selbstständig machen wollte und das jetzt also der erste Schritt war in die Richtung. Und ich habe mich jetzt spezialisiert auf Hochzeitstorten, habe eine kleine Produktion, in der ich nur auch für Aufträge arbeite, möchte natürlich irgendwann größer werden, mache das zurzeit nur nebenberuflich, möchte irgendwann vielleicht ein kleines Café haben, wo ich ein Tagesgeschäft habe, um von den täglichen Einnahmen zu leben und auch später Angestellte und zu haben und es einfach größer zu werden. Mit Eva im Tortenland baut die junge Konditormeisterin nun eine eigene Marke auf und einen Betrieb, der bereits nach kurzer Zeit sehr gut floriert. Neben der handwerklichen Herausforderung nennt die Meisterin insbesondere den Kontakt zu den Kunden, der ihr wichtig ist. Ja, der ist sehr wichtig. Wir treffen uns auch wirklich immer zu einem Gespräch, wo es Verkostungen gibt und wo dann wirklich die Torte besprochen wird. Und da lernt man das Pärchen kennen, da lernt man auch so ein bisschen die Einschätzung kennen, was die gerne haben und dann lässt man das alles einfließen mit in die Torte und das Schönste ist dann eigentlich später, wenn dann wirklich die Danksagungen kommen und die Freude und dass sich alle gefreut haben und dass es auch geschmeckt hat und wie begeistert dann am Schluss alle immer waren. Das war eigentlich so das Schönste am ganzen Beruf, wenn so diese Begeisterung am Schluss auch wirklich rüberkommt. Dem Dankeschön geht allerdings ein Kapitel voraus, das für die liebevoll und in reiner Handarbeit erstellten Kunstwerke mit dem Anschnitt ein leckeres Ende findet. Das kriegen wir ja meistens nicht mehr mit. Wir liefern sie vorher an, dann sind wir meistens schon weg, wenn die Torte angeschnitten wird. Alles, was Eva Bottke in und an ihren Torten verarbeitet, ist zum Vernaschen. Es sind wahre Kunstwerke, die unter den Händen der frisch gebackenen Konditormeisterin entstehen und mit denen sie erfolgreich ist und ihre Kunden begeistert. Mit seinem Bäcker-Rap sorgte der angehende Bäckermeister Jörg Konrad alias Konji für Begeisterung unter den 1800 Gästen. Momentan im Meistervorbereitungskurs der HWK Koblenz hat der Rapper einen Song darüber geschrieben.
Und dann kam der große Augenblick für die 621 Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister. Die Übergabe ihrer Meisterbriefe stand an. Für die Besten der Besten aus 24 Gewerken auf der Bühne und aus Händen von Edda Müller, Kurt Krautscheid und Hauptgeschäftsführer Alexander Baden. Die drei besten Prüfungsergebnisse wurden mit Geldprämien im Gesamtwert von 3.000 Euro honoriert, gestiftet durch die Finanzgruppe der Volksbanken und Raiffeisenbanken. Die 24 Besten aller Absolventen erhielten außerdem personalisierte Briefmarken. Alle 621 Meister einen Schal mit dem Slogan Meister 2014 sowie eine Briefmarke des Handwerks. Im Anschluss an die Feier luden HWK und die Signal Iduna alle frisch gebackenen Handwerksmeister zum Fotoshooting ein. Die Ergebnisse sind eingestellt in der Online-Fotogalerie der HWK Koblenz unter hwk-koblenz.de/fotos. Zum Ausklang einer rundum gelungenen Feier wurden die 1800 Gäste kulinarisch verwöhnt und feierten ausgiebig die junge Meistergeneration. Mehr Informationen zu Meistervorbereitungskursen der Handwerkskammer Koblenz gibt es im Internet unter hwk-koblenz.de, Stichwort Weiterbildung, oder telefonisch unter 0261 398 311.